hypocrites who think the same shit but don't say shit. You Liberace's, Versace's, and you Nazis watch me, cause you thinking you got me in this hot seat. You motherfuckers wanna judge me cause you're not me. You never stop me, I'm top speedy, you pop me. I came to save these new generations of babies for parents who failed to raise them cause they're lazy. To grow to praise me and making them go crazy. That's how I got this whole nation to embrace me. And you fugazi if you think I'ma admit wrong. Freunde, was geht ab? Wir sind hier gerade vom Tiger Muay Thai, wo ich einen Teil meiner Vorbereitung mache. Wir haben gerade Sparring gemacht. Leider ist das in den großen Gyms so, oder den meisten Gyms, dass man Sparring nicht filmen darf oder filmen soll. Das habe ich so gern gesehen. Macht auch Sinn. Auf jeden Fall sehr, sehr gut Sparring. War letzte Woche schon hier, heute. Wie man sieht, ja, habe auch hier ein paar Souvenirs mitgenommen. Ja. Ich versuche auf jeden Fall noch einen Teil vom Sparring irgendwie reinzubekommen in den anderen Gym. Aber genau, hier mache ich auf jeden Fall einen Teil meiner Vorbereitung. Tiger Gym. Eigentlich eines der bekanntesten, größten Gyms hier in Phuket. Und ja, heute, spätestens noch eine Woche hier knapp. Heute geht es noch zur Pressekonferenz von Simon. Der campt am Samstag wieder Bernackel hier. Und dann noch ein zweites Training steht an. Bleibt dann nichts zu verpassen. Jetzt geht's was essen und heute Abend kämpfen Simon und Tommy bei BFL, Best Fist League, das ist die zweite Veranstaltung. Ich war auch bei der Pressekonferenz mit den Jungs, wer meine Instagram-Story verfolgt hat, hat es bestimmt gesehen. Ich betreue die Jungs heute mit in der Ecke. Genau, für mich geht's jetzt wie gesagt was essen, dann ins Training und dann auf die Veranstaltung. Ich werde auf jeden Fall da ein bisschen euch mitnehmen. Und wir sehen uns später. There they go, back in stadiums, the shady spits explode. Nuts they go, macadamia nickel, so ballistic, whoa. He can make them look like bozos, he's wondering if he should spit this slow. Fuck no. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr mal in Phuket seid, hier auf der Fighter Street, wo die ganzen Gyms sind, das kann ich euch empfehlen. Ich bin bekanntermaßen kein Veganer, aber es ist eines der besten Frühstücke, was ich in meinem Leben gegessen habe. So eine Früchtebowl mit Nüssen, Datteln, Kokosmilch. Ja, gibt euch. So, Freunde, hier sind wir im Känguru Muay Thai. Hier habe ich einen Teil bzw. sogar den Großteil meiner Vorbereitung gemacht. Das ist ein relativ neues Gym. Hier habe ich quasi täglich meine Pratzenarbeit und mein Techniktraining gemacht mit Sam, ein thailändischer Profiboxer und Thai-Boxer. Es ist ein riesen Gelände hier drumherum, sind Golfplätze, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier so sieht, aber hier sind Leute auch gerade, hier kommen gerade welche, Golf am Spielen. Also direkt mit einem Hotel angeschlossen, das Hotel kann man hier quasi nutzen und auch ein komplettes Paket buchen. Meine Unterkunft ist woanders, in Shalong habe ich ein Apartment, direkt an der Fighter Street, wo die ganzen großen Gyms sind. Da war ich halt zum Sparring immer, aber wie gesagt, hier habe ich mein Techniktraining Kratze gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Der Unterschied zu den großen Gyms, es gibt natürlich hier die namhaften Gyms, Tiger Gyms, Apollo, aka Top Team. Der Unterschied hier ist einfach, dass ein kleines Gym ist, sehr familiär geführt, dass man einfach nicht so untergeht in der Masse. Das heißt, die Trainer kümmern sich wirklich gezielt um einen. Ja? Ganz egal, ob ihr Anfänger seid oder fortgeschritten. So sieht es hier aus. Genau. Jetzt, wie gesagt, gleich nochmal Pratzentraining. Und dann geht's zum Kampf von Simon und von Tommy. Und ja, morgen ist West Day. Am Montag fliege ich zurück nach Deutschland. Dann haben wir noch eine Woche in Deutschland, wo wir den Feinschliff machen. Dann geht's ans Gewicht machen. Ich habe den Großteil schon an Gewicht hier verloren. Einfach temperaturbedingt zweimal trainieren. Genau. Wir sehen uns später beim Kampf nochmal. Und auch das hier ist Thailand. Nicht nur immer Sonne,
kam auch mal Regen. Gleich im Roller nach Hause fahren. Bock. So, so werden die Hände bandagiert, Freunde. So sieht's aus. And also one thing I would say to you guys that are fighting, remember one thing, this is your responsibility. If you don't got a good feeling, if you don't feel it sitting right, then change it. Don't be like, ah, fuck it. No, because it do a big difference. And you really need to think about these things. So if you don't got a good feeling, if you can't feel it right, it isn't right, you really need to change it and then feel better. And that's very important. Actually, I don't care with hand wraps. I've been fighting so much without these things, especially in King of the Street with music and no lesser line. So, but I understand it, and I also feel it, of course, you strength, your wrist, and it's make your hand stronger. So, of course, I can also feel the difference. I never use hand wraps or anything in training. So, when I get these on, it's just like a different, special, great feeling. I really like it and enjoy it. That's why I also get happy, because I never do that. Okay, ich versuche ganz kurz, schnellstmöglich zu übersetzen. Also er sagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr euch wohl mit den Bandagen fühlt. Ja? Wenn die zu eng sind, gerade eben waren die zu eng. Erstmal wird das Blut abgeschnürt. Zweitens mal muss man einfach ein gutes Gefühl haben mit den Bandagen. Das heißt, wenn ihr kein gutes Gefühl habt, einfach Bescheid sagen, das geht jetzt an die Kämpfer, dass es neu bandagiert wird. Ja? Weil ihr müsst euch gut fühlen. Und ja, Simon benutzt fast nie Bandagen, sagt er. Deswegen ist es für ihn ganz besonders, wenn er bandagiert wird, und dann muss es auch 100% sitzen. Ja? Also, so sehen die Hände aus bei der Nacke. Ihr seht, die Knöchel sind frei. Ja? That's it. Nicht mehr. Also es geht nur darum, die Hand zu schützen. Es ist wie eine blanke Faust quasi. Ja? Wie der Name sagt, der Nacke. Vielen Dank. So, Freunde, wir sind hier bei BFA. Ich habe heute den Daniel Dörrer, einen Kampfsportveteran aus Deutschland, der mittlerweile in Thailand lebt. Hat auch schon jetzt 2 Bernacke-Kämpfe gemacht, glaube ich. Ne? Also 5 offiziell, aber 2 in Thailand. Ja, 2 in Thailand, okay. Erzähl mal den Leuten, was der Unterschied zwischen Bernacke und vielleicht anderen Kampfsportarten. Du hast ja alles gekämpft, Kickbox. Also der junge Mann hat alles gekämpft. Über 200 Kämpfe, glaube ich, insgesamt. Ne? K1, MMA, Boxen, Thai-Boxen und ja auch jetzt Bernacke. Was ist der Unterschied und was ist für dich das Härteste von allen? Ja, yeah, okay. Also das Härteste ist natürlich ganz klar Bernacke. Was ist der Unterschied, wie der Name schon sagt? Im Bernacke kämpfen wir mit blanken Fäusten. Natürlich wird das Handgelenk ein bisschen stabilisiert, aber die Knöchel, die Fäuste liegen natürlich offen und blank da. Es ist aus dem Grund halt einfach die härteste Kampfsportdisziplin. Egal, ob du Bernacke nur Boxen kämpfst oder von mir aus auch Bernacke MMA, was ich 3-mal gemacht habe. Aber weil halt einfach der pure Knochen halt eben auf deinen Schädel trifft oder auf deinen Körper, ja. Und somit Respekt an jeden, der einfach nur in den Bernacke Cage, in den Bernacke Ring reinsteckt und da hinten kämpft, weil es ist kein Spaß mehr. Wenn du einen ganz normalen Boxkampf machst oder so, ja, oder von mir aus auch einen MMA-Kampf oder einen Kickboxkampf, ja, ohne Ellbogen, ja, dann ist das von mir aus ein hartes Sparring. Das ist einfach ein bisschen härteres Sparring, ein bisschen härteres Training, okay. Aber sobald du die Handschuhe aus und dann halt mit den blanken Fäusten dann halt, ja, ja, ich dann sag auch quasi losgelassen. Das, ja, dann ist einfach Schluss mit lustig, ja. Ich versuche den Leuten auch immer zu erklären, du kannst der härteste Kickboxer oder was auch immer sein, aber eine blanke Faust ist nochmal was ganz anderes, oder? 100%. Also, aber das Ding ist halt einfach das, weil die Leute das wissen und das verstehen, und jeder versteht Boxen, ja. Jeder versteht Boxen. Ein bisschen einfacher zu verstehen als Jiu-Jitsu. Ein bisschen einfacher, immer noch ein bisschen einfacher zu verstehen als MMA. Und wenn du einfach 2 große, schwere Jungs, ja, mit blanken Fäusten aufeinander loslässt, sage ich einfach mal, jetzt blöd ausgedrückt, ja, das will einfach jeder sehen. Die Leute wissen, das wird blutig, da gibt es ordentlich was auf die Schnauze, und das will einfach jeder sehen, 100%, ja, so wie es. Also denkst du, Bernacke hat auf jeden Fall eine Zukunft, ne? 100%, ja klar. Was denkst du, Bernacke in Deutschland? Ich weiß gar nicht, ist aktuell egal, weiß ich ja, nicht. Ja, kommt auf die Stadt an, ein bisschen auf das Bundesland. Stadt drauf an, okay. Ja, weißt du, ja, natürlich. Ich meine, wenn man das professionell aufzieht und wenn man eine Veranstaltung professionell vorbereitet, einfach auch dann, ja, dann ist das eine coole Sache. Die Leute wollen das sehen. Das ist Entertainment pur. Jeder schaut sich den Bernacke-Boxkampf an. 100%. 100%. Danke dir, mein Lieber, ja? Dankeschön, bis bald. Bis.
baby, showtime. Jetzt geht's los. Simon hat in der ersten Runde gewonnen. Ich bin nicht überrascht. Super Kampf. Ja, Freunde, hier war 2004 schwere Tsunami. Das waren mal Hotels. Mittlerweile holt die Natur sich alles wieder zurück. Krass. Was geht ab, Freunde? Das war der zweite Teil von Thailand Vlog. Wie ich gesagt, hatte mehr Action, wir haben geile Kämpfe gesehen im Bärnackel, im Thai-Boxen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Glocke abonnieren, den Kanal folgen und ein Feedback hinterlassen. Das nächste Video sehen wir dann in Bulgarien. Ja, nächste Woche, morgen geht es zurück nach Deutschland, nächste Woche geht es dann nach Bulgarien, wo ich am 22. mein BKFC-Debüt geben werde nach langer Wartezeit. Und bleibt dabei, um nichts zu verpassen.